In diesem Video zeige ich euch ein Château, einen Stellplatz mit Aussicht an einem wunderschönen Fluss, eines der schönsten Dörfer Frankreichs und noch einen weiteren Stellplatz mit viel Grün. Herzlich willkommen auf dem TechCamper-Kanal zum zweiten Teil meiner Frankreich-Spanien-Reise. Ich verlasse den Stellplatz in Forges und fahre wieder auf Landstraßen zu meinem nächsten Ziel. Es ist nur eine kleine Etappe und sie führt mich an die Dordogne. Ich genieße wieder die wunderschöne französische Landschaft und fahre teilweise sehr enge Landstraßen, auf denen allerdings auch wenig Verkehr ist. Dann begegnet mir dieses Château. Und das muss ich mir näher anschauen. Ja, ich habe hier gerade auf der Route diese schöne Burg entdeckt hier. Und die werde ich mir jetzt mal anschauen. Kleiner Spaziergang zwischendurch tut die immer gut. Außer, dass jetzt hier gerade eine Wolke drüber hängt. Bin mir jetzt nicht sicher, ist hier eigentlich ringsrum blauer Himmel. Aber hier jetzt im Moment eine Wolke. Ich hoffe, dass ich einigermaßen trocken hier durchkomme. Aber es sieht sehr idyllisch hier aus. Überhaupt die ganze Gegend hier an der Dordogne macht einen wunderschönen Eindruck. Also bin mal gespannt. Ja, und prompt brauche ich doch hier den Regenschirm. Aber ich hoffe, das geht jetzt auch gleich wieder vorbei. Sieht auf jeden Fall sehr idyllisch aus. So, den Schirm konnte ich jetzt wieder einpacken. Die Sonne ist wieder rausgekommen. Aber die Burg selbst blieb mir leider verwehrt. Das ist alles privat. Es war alles wunderschön hier hergerichtet. So, jetzt habe ich gerade gelernt von der Tafel hier, dass das Gebäude seit 30 Jahren jetzt im Privatbesitz ist. Und der Eigentümer hier zum Ehrenbürger geworden ist in der Stadt für seine Großzügigkeit. Ja, das hat er wirklich hier wunderschön restauriert und einen sehr pittoresken Ort hier daraus gemacht. Nach wenigen Kilometern erreiche ich La Roque-Gageac. Auf dem Stellplatz dort kann man auch für kurze Zeit gebührenpflichtig parken, um den Ort zu besichtigen. Wer übernachten möchte, zahlt für 24 Stunden 15 Euro. Strom und Wasser kosten extra. Die Plätze sind sehr eng und es ist sehr viel Trubel ringsrum. Deshalb entscheide ich mich für einen ruhigeren Stellplatz, kurz hinter dem Ort. Der malerische Ort liegt unmittelbar am Ufer der Dordogne, am Fuß einer hochaufragenden Felsklippe und ist als eine der schönsten Dörfer Frankreichs ausgezeichnet. Leider muss ich aber feststellen, dass dieser Campingcar-Park geschlossen ist. Er liegt eigentlich sehr ortsnah und man kann die Einrichtungen auf dem daneben liegenden Campingplatz mitnutzen.
Glücklicherweise hat es nur wenige Kilometer weiter in Vesak einen weiteren Campingcar-Park. Für jeden, der hierher kommt, daher gut zu wissen, dass es in kurzem Abstand 3 Stellplätze, davon 2 Campingcar-Parks gibt. Der zweite Campingcar-Park gehört auch zur Gemeinde Vesak, trägt aber den Zusatz Château en Périgord. Dream up a world of pirates, climb the highest tree, fall down. Mama, I'm fine, don't worry, go back out. Der Stellplatz ist ruhig gelegen, war zu meiner Reisezeit im April nur wenig belegt und bietet eine wunderschöne Aussicht. Go to get on. Jetzt bin ich hier an der Dordogne. Vom Campingcarpark aus ist es hier nur ein Katzensprung. Hier hat es einen Kanuverleih. Normalerweise, weiß jetzt nicht, ob der überhaupt schon in Betrieb ist, sieht noch alles etwas sehr vorsaisonmäßig aus. Aber vom Campingcarpark sind es jetzt hier etwa 200 Meter hier runter bis zur Dordogne. Hier hat es einen schönen Sandstrand, wobei ich denke, das gehört jetzt alles, glaube ich, zu diesem Kanuverleih hier. Und ich werde mir jetzt mal ein bisschen den Weg suchen. Vielleicht geht es hier etwas an der Dordogne entlang, ja, um einfach einen kleinen Spaziergang doch zu machen. Ja, wunderschön hier am Fluss. Hier diese Brücke, hat sich einiges Material hier angesammelt. Waren ja auch jetzt stürmische Tage. Und von daher ist auch, denke ich, der Wasserstand jetzt hier relativ hoch. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es nicht weiß, wie es sonst ist, aber können wir schon vorstellen, dass hier normalerweise noch mehr Strand sichtbar ist. Hier sieht man es angeschrieben. Der Weg geht zum Roc Gageac. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Bin ich ja vorhin durchgefahren. Und mal schauen, ob es mir noch reicht jetzt zeitlich. Schon eine Strecke dorthin, aber der Weg ist ja wunderschön. Zeit habe ich eigentlich auch. Mal schauen, wie lange es sich noch hinzieht. Ansonsten fahre ich vielleicht dann morgen noch mal mit dem Camper hin, um mir das dann dort anzuschauen. War sehr touristisch, sehr voll. Aber ja, wenn man schon hier ist, vielleicht dann schon auch ein Besuch wert. Aber jetzt mal schauen, vielleicht komme ich ja sogar noch auf dem Fußweg heute hin. Es lässt sich schon mal ganz gut an hier. Der Weg, bin mal gespannt, ob der auch jetzt durchgeht. Manchmal ist es ja an den Flüssen entlang nicht immer ganz so einfach, dass dann irgendwelche Grundstücke kommen, wo man dann auch nicht mehr weiterkommt. Hier hat es relativ viel Sand, aber es ist wirklich ein schöner Weg hier entlang. Also zumindest mal, wie gesagt, der Anfang ist ganz okay. Und ich hatte ja eigentlich ein bisschen eine variable Planung für heute. Die Überlegung war, noch ein Stück weiter zu fahren Richtung Süden, um noch etwas Strecke zu machen. Aber nachdem es hier so herrlich ist in der Gegend, habe ich gedacht, ich mache hier jetzt einfach noch einen Zwischenaufenthalt und genieße die Zeit hier. Ja, jetzt geht es hier an dem Campingplatz vorbei. Ich weiß nicht, ob der überhaupt in Betrieb ist. Nee. Der hat natürlich im Moment auf jeden Fall noch zu, aber grundsätzlich im Betrieb ist, aber ich denke schon, also zumindest das Gras hier steht jetzt sehr hoch. Aber wenn das hier dann gemäht ist, dann sind es schon hier schöne Plätze. So wirklich so ein Naturcampingplatz. Also macht einen guten Eindruck. Oh, hier sieht man nochmal den Weg, den ich jetzt gekommen bin. Und hier, wie gesagt, dieser Campingplatz. Ja, und der Weg geht tatsächlich hier weiter, wunderschön an der Dordogne entlang, ein herrlicher Wanderweg hier, und hier rechts ist dann gleich der Fluss, wunderschön. So, und hier kommt dann gleich der nächste Campingplatz. Schön abgeteilten Parzellen mit den Sträuchern abgeteilt. Hinten hat es einige Mobile Homes und hier direkt am Fluss.
So, jetzt habe ich schon gedacht, es geht tatsächlich nicht mehr weiter, aber hier gibt es extra einen Durchgang für Fußgänger und das ist toll gemacht. Oh, jetzt wird das besonders spannend hier. Eine kleine Flussüberquerung, haben sie aber nicht gemacht hier mit den Steinen. Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Ja, das letzte Stück hier jetzt noch an der Straße entlang. Und hier haben wir jetzt den Ortseingang, ganz viele Ortsschilder in Frankreich umgedreht. Ich denke im Rahmen von den Bauernprotesten. Ja, das ist hier schon sehr interessant, aber auch unheimlich touristisch. Also hier reiht sich ein Laden an den anderen. Schön aber, dass man jetzt auch schon hier draußen sitzen kann. Es ist jetzt deutlich wärmer. Hat 16 Grad gehabt, also der Süden kann kommen. Sicher auch schön, die Dordogne hier mit dem Boot zu erkunden. Hier sind die Abfahrten dann und so Rundfahrten. Ja, wenn man jetzt hier weiter hoch will, dann kostet das ganze Eintritt. Das sind 7 Euro für einen Erwachsenen. Dann kann man da oben jetzt noch die Burganlage besichtigen. So, die Besichtigung, die spare ich mir jetzt aber, weil jetzt nochmal extra da hochsteigen. Ich muss noch ein bisschen Kräfte sparen für den Rückweg. Ich denke, hier oben kann man noch ein ganz Stück weiter gehen, aber ich mache mich jetzt mal wieder so langsam auf den Rückweg. Da sieht man ja ganz gut die Strecke, in die ich jetzt zurückgelegt habe und wieder zurücklegen muss da hinten, bis zu der Burg, die man da ganz im Hintergrund sieht. Freue mich schon mal wieder trotzdem jetzt auf die Strecke entlang am Fluss. Werde ich jetzt ganz gemütlich dann noch den Rückweg einlegen. So, dann habe ich jetzt hier noch ein schönes Brot für morgen früh gekauft, dann bin ich da auch versorgt. Dann kann es losgehen in diese Richtung. Am Schluss aber doch nochmal hier einen Blick diese Einkaufsstraße entlang mit den pittoresken Häusern und hier eben die Dordogne. Ja, wenn man schon im Touri-Ort ist, dann muss man sich auch für ein Eis ein bisschen was gönnen. Das heißt, 2 Kugeln Eis für 4,50 Euro. Sehr sportlich, aber ja, das habe ich mir jetzt verdient. Aber so ein Boot wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Zur Rückfahrt, wenn das mich absetzen würde am Campingcarpark, naja, kann ich mal fragen. So, nochmal einen Blick zurück. Lange kann ich auch gar nicht mehr filmen, die Akkulaufzeit geht nämlich zu Ende und ich habe blöderweise keine Powerbank mitgenommen. Jetzt muss ich doch noch mit dem letzten Restakku diesen wunderschönen Weg hier zum beginnenden Abendlicht noch filmen. Es ist wirklich ein Traum, dieser Weg hier an der Dordogne entlang. So wunderschön. Und wie immer, wenn man den Weg dann auch wieder zurückgeht, hat man wieder nochmal ganz neue Perspektiven. Einen wunderschönen guten Morgen hier von der Dordogne. Ich habe sehr gut geschlafen, allerdings, nachdem es gestern hier doch sehr angenehm warm war, hat es heute Morgen 0 Grad gehabt. Ich habe dann irgendwann gedacht, oh, ist aber recht kühl und aufs Thermometer geschaut. Also hier, wie gesagt, auch die Temperaturen gehen ganz schön runter. Aber jetzt ist schon wieder wunderschöner Sonnenschein.
Und ich mache mich jetzt auf die nächste Tour. Die wird ein bisschen länger jetzt sein als gestern. Muss ja noch ein bisschen Strecke machen, damit ich dann rechtzeitig nächste Woche bei meinen Freunden in Spanien bin. Ja, und gehe ein bisschen mit schwerem Herzen hier weg, weil es wirklich eine wunderschöne Gegend ist und man hier mit Sicherheit auch einige Tage verbringen kann. Auch der Stellplatz hier sehr angenehm, sehr ruhig. Ich zeige euch noch ein paar Bilder hier vom Stellplatz. Der Stellplatz hier in Vesak hat 49 Stellplätze. Strom und Wasser sind im Preis enthalten. Und die Plätze sind jetzt nicht richtig einzeln parzelliert, weil das ist hier so ein Wiesenplatz. Aber ich denke, man kommt dort auch durch die Stromsäulen ganz gut zurecht, wo dann die Fahrzeuge stehen. Im Moment sind jetzt hier 4 Fahrzeuge auf dem Platz. Also sehr angenehm. Mit Sicherheit natürlich in der Saison deutlich mehr hier. Dann natürlich wieder dieses obligatorische Schrankensystem mit der Zugangskarte und mit Kreditkartenbezahlung dann hier und hier dann eben mit der bezahlten Karte dann der Zugang. Ja, und wie gesagt, die Plätze hier sind sehr schön im Grünen. Ich finde das immer eigentlich ganz angenehm, weil der Untergrund ist auch relativ fest. Man braucht hier jetzt, denke ich, keine Bedenken haben. Hier hat es schon noch ein paar Spuren, dass jemand ein bisschen wohl gebuddelt hat im Gras. Aber ich denke, man kommt hier immer ganz gut raus. Die Plätze hier sind auch ein bisschen befestigter. Ich stehe jetzt auf einem reinen Rasenteil. Aber das ist, wie gesagt, ich denke, wenn es jetzt hier einen Wahnsinnsdauerregen hätte, dann könnte es vielleicht ein bisschen ein Problem sein, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Dann hat es hier die Ver- und Entsorgung mit 2 Plätzen, natürlich auch sehr angenehm, dass man hier die doppelte Kapazität hat, auch mit 2 Wasseranschlüssen und hier die Schwarzwasserentfernung. Also hier sieht man nochmal, dass ein Teil der Plätze hier auch etwas mehr befestigt ist. Also wer da jetzt Bedenken hat, ins Gras zu stehen, der hat hier eben auch die Möglichkeit, etwas befestigtere Plätze auszuwählen, falls die frei sind natürlich. Und was natürlich den Platz besonders auszeichnet, ist einfach dieser traumhafte Ausblick und die Nähe hier zur Dordogne. Weiter geht's Richtung Pyrenäen zum nächsten Stellplatz. Wieder führt der Weg durch idyllische Landschaften. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget. Jetzt bin ich
am nächsten Stellplatz angekommen. Ich habe mir einen Platz rausgesucht, den Maubourget. Das ist jetzt ein Ort schon kurz vor den Pyrenäen. Und das war eigentlich jetzt deshalb die Überlegung, weil es mir jetzt einfach zu viel war, noch bis heute in die Pyrenäen reinzufahren. Ich habe jetzt für, ja, was werden das jetzt gewesen sein, ich glaube 200 Kilometer, 3,5 Stunden gebraucht, eher 3,5 Stunden. Das hat sich natürlich wieder über die Landstraßen unheimlich hingezogen. Es war eine sehr schöne Strecke zu fahren, sehr abwechslungsreich, sehr interessant teilweise. Aber ich hatte jetzt dann einfach auch genug. Vom Ort her lohnt sich es nicht, hier unbedingt Pause zu machen. Das ist so ein richtiger Straßenort. Ich habe eigentlich mir noch ein bisschen mehr versprochen von dem Ort, aber ich habe jetzt immerhin ein Baguette bekommen. Das hat auch einen Spar, man kann sich also dann entsprechend auch mit Lebensmitteln eindecken. Also von daher, es hat auch Restaurants, also wenn jetzt jemand essen will, ist alles vorhanden. Der Charme vom Ort ist jetzt nicht so berauschend, aber wie gesagt, so vom Praktischen her ist es okay. Der Stellplatz hier ist sehr schön, wieder im Grünen angelegt, also mit sehr viel Grün. Die Stellflächen hier sind aber befestigt, sodass man also gut parken kann. Es ist wieder ein Campingcar-Park. Und mit den gewohnten Annehmlichkeiten, also Strom und Wasser inklusive. Ich habe auch gleich jetzt nochmal Wasser getankt, als ich hier ankam, weil ich jetzt nicht sicher bin, wie ich die nächsten Tage jetzt auf einem Stellplatz mit Wasser bin oder überhaupt eine Wasserversorgung habe. Also von daher habe ich jetzt auf jeden Fall mal den Wasservorrat aufgefüllt. Ich werde jetzt auch nochmal den Strom heute genießen und entsprechend heute Abend die Datensicherungen und so weiter machen. Ja, dann zeige ich euch noch etwas den Platz hier. Ja, wenn man diese Allee entlang kommt, liegt der Platz sehr idyllisch. Man biegt dann wieder hier rein, hat dann wieder das Schrankensystem von Campingcar Park. Also wie schon gesagt, der Platz ist hier sehr schön grün. Es hat hier jetzt mehr Stellflächen eigentlich, als tatsächlich auch Stellplätze ausgewiesen sind. Das sieht man jetzt hier nochmal auf der Tafel. Also das sind jetzt hier 14 Plätze, aber eine relativ große Fläche. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch mal ein öffentlicher Campingplatz war. Weil es hat da hinten wieder so ein Gebäude, in dem vielleicht Sanitärmöglichkeiten untergebracht waren. Und wie gesagt, es hat eigentlich hier relativ viel Grünfläche, die aber jetzt gar nicht als Stellplatz genutzt werden kann, vor allem da jetzt im hinteren Bereich, da hat es auch Stromanschlüsse, aber die sind hier auf der Tafel jetzt nicht als Stellplatz ausgewiesen. Also hier diese Stromsäulen, weiß ich jetzt nicht, ob die in Betrieb sind, dann die Plätze hier sind, wie gesagt, jetzt vorne auf der Tafel nicht als Stellplätze ausgewiesen, vielleicht entsprechend als Ausweichmöglichkeit noch, wenn viel los ist, dass man hier dann noch Fahrzeuge abstellen kann. Und man sieht, der Platz wieder sehr übersichtlich belegt. Also man findet um diese Zeit immer guten Platz, ohne dass man irgendetwas reservieren muss. Ja, und wie man hier sieht, haben auch größere Fahrzeuge hier eine Möglichkeit, sich abzustellen, weil man sitzt da hinten. Da hat es nach den Stellplätzen zwar einen Anschlag für den Reifen hinten, aber mal für den Überhang kann man auf jeden Fall noch nach hinten stehen, sodass also auch größere Fahrzeuge mit einem entsprechenden Überhang hinten Platz haben. Die Ver- und Entsorgung hat eine Station, wobei hier jetzt wieder die Rinne längs ist. Das heißt, man fährt eben einfach mittig drauf und das Wasser fließt dann entsprechend in die Mitte ab. Zwei Wasseranschlüsse, wobei der eine nicht funktioniert. Da hat nur einer davon funktioniert, aber immerhin. So, und dann hier auch wieder entsprechend die Schwarzwasserentsorgung. Am Platz hat es eine kleine Mülltrennung für Glas und den Restmüll. Ja, und das ist jetzt dieses Gebäude, wo ich mir vorstellen könnte, dass es, wie gesagt, mal ein Sanitärgebäude war. Da hat es auch eine Grillstelle und Wasseranschlüsse, aber ich vermute, die sind nicht in Betrieb. Hier fließt ein
kleines Flüsschen entlang, also eigentlich mehr ein Bach, der hier entlang fließt, am Stellplatz entlang. Ja, und dann hat es hier am Stellplatz noch auch jetzt einen großen Fluss mit Angelmöglichkeit. Der Nachbar hier, der seinen Wäscheständer draußen stehen hat, der ist gerade weggefahren, weil er Probleme hat mit seiner Batterie. Dem konnte ich jetzt noch etwas helfen, weil seit ich ja auch Batterieprobleme hatte, habe ich jetzt immer ein Ladegerät dabei. Und mit dem konnte er also auf jeden Fall jetzt nach einer gewissen Ladezeit sein Fahrzeug wieder starten und fährt jetzt gerade in die Werkstatt, um danach schauen zu lassen. Ich habe ihm auf jeden Fall angeboten, dass er heute Nacht nochmal über Nacht das Batterieladegerät anschließen kann und ja, sich die Batterie dann vielleicht auch wieder erholt. Ja, ihr seht vielleicht auch, ich habe inzwischen jetzt hier mich umgezogen. Ich habe ein kurzärmeliges Hemd angezogen. Es ist jetzt hier richtig schön warm. Der Sommer ist hier eingekehrt oder zumindest der richtige Frühling, nachdem es jetzt in Deutschland gerade sehr, sehr kalt ist und Schnee angesagt bis in die Niederungen, habe ich jetzt hier kurz vor den Pyrenäen zum ersten Mal richtiges Sommerwetter. Naja, gestern gut war es eigentlich auch schon sehr angenehm von den Temperaturen. War heute grandios, so auf diese schneebedeckten Pyrenäen zuzufahren. Da freue ich mich jetzt morgen drauf, wenn es dann tatsächlich durch die Pyrenäen durchgeht.